Keine Borten, ja. So. Wir können ja ein bisschen zum Essen rufen. Oh mein Gott, das ist so lustig. Ich gehe jetzt mir erstmal was zum Essen holen. Barney, hast du auch Hunger? Ich hol dich jetzt mal. Ne? Komm her, es gibt Gartensalat. Hast du darauf Hunger? Och, ich denke an Astronauten. Astronauten essen sehr gerne Gartensalat. Weißt du das? Echt? Ja, ja. Was hat der denn? Nickerchen machen? Aber doch nicht jetzt um 21 Uhr. Oh, lecker. Weißt du, Barney? Siehst du irgendwie aus, als würdest du kein Gemüse mögen? Oh, doch, ein bisschen. Was hat der denn jetzt? Neuer Freund. Ja, Barney. Ist schon ein geiler Typ. Nach dem Tag fragen, machen wir gleich mal. Hey, Barney, wie war dein Tag? Hast du wieder so eine geniale Party geschmissen wie gestern? Da sagt er erstmal gar nichts zu. Hm, ja. Nochmal kennenlernen ein bisschen. Wie ist Barney denn? Dieser Postbote, weißt du, der kommt immer bei mir vorbei und möchte irgendwas abgeben. Aber ich weiß nicht, was er möchte von mir. Ist einfach so undurchsichtig. Genera Cebu, hey Rainbow, Sharuste Halkay. Schreiben, oh, so genial. Aber erstmal Hundelamas uns hier auf meinen schönen Smartphone angucken. Auf jeden Fall verwenden hier. Verwenden. Weil er muss dringend auf Klo. Oh Gott. Oh Gott. So, ich guck mal, ob ich mir was noch leisten kann. Was irgendwas Cooles, Besseres, Schöneres. So, Hygiene 5. Ich muss mal gucken, ob ich nicht hier irgendwas Cooles noch habe, was ich reintun kann. Ein Spiegel, habe ich einen Spiegel? Ja, einen Spiegel habe ich. Diese Verschönerungen, die kommen alle ganz zum Schluss. Das sollte klar sein. Schachbrett. Brauche ich nicht. Aber hier so ein. So eine Staffelei wäre ganz cool, glaube ich. Machen wir mal hier so hin. Und ich wollte eigentlich noch irgendwie sowas. Boah, das ist so teuer. Oh, hier Sandsack. Ich will ja eigentlich auch privat gerne mal einen Sandsack irgendwie mir aufstellen. Aber, ja, ich weiß nicht so ganz genau. Da fehlt mir, glaube ich, irgendwie der Platz und auch so die nachbarschaftliche, das nachbarschaftliche Feingefühl, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das Telefon ist ein tolles Gerät. Ja, aber gibt es auch ein Telefon eigentlich hier? Ich gar nicht. Telefone gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Das ist jetzt alles durch den Handy ersetzt worden. Sieht auf jeden Fall nicht so danach aus. Ja. Gesellschaftliches Ereignis, nee. Service. Nein. Reisen möchte ich jetzt auch nicht. Einen Job suchen auch nicht. Dieses Tutorial. Das ist schon ein bisschen strange. Barney, ich muss dich leider bitten zu gehen. Weil ich möchte gleich schlafen und in der Zeit möchte ich noch ein bisschen programmieren. Es tut mir leid, es war echt schön mit dir. Es ist kein Problem, oder? Dankeschön, Barney. So, programmieren üben.
Wir müssen programmieren. Das macht das Leben schöner. Ah ja. Alles stehen lassen, aber erstmal programmieren. Das ist so schön. Wir können denn den Sandsack und die Staffelei und so weiter auch nachher mal ausprobieren ein bisschen. Ich habe gar keine Fenster hier, ne? Fällt mir gerade auf. Hatte ich gar kein Geld mehr dafür, oder? Können wir ja mal uns ein paar Fenster angucken. Wie sehen die denn aus? So. Ja, sowas wie teuer. Ja, es geht sogar noch. Aber es ist so riesig. Muss ich ein bisschen was verschieben? Mach ich mal so. Wie kann ich das wegmachen? Ach ja. So. Sieht doch ein bisschen besser dann aus. So, die Staffelei muss ich gleich auch nochmal ein bisschen wegmachen. So. So sieht es doch ganz gut aus, oder? Noch die Staffelei mal umstellen. Die muss ich, die würde ich eigentlich eher ja sowas machen. So dann, genau so. Damit man beim Zeichnen noch Fernsehen gucken kann. So. Ich muss aber mein Haus echt immer verschönern. Je mehr Geld ich habe dann. Was? Ach so, Elektrogeräte. Im Wert von 3000 besitzen. Interessant. 10 Stunden programmieren, ey, das ist so krass. Ein bisschen programmieren kann er ja noch hier. So ein bisschen vorspulen. Programmieren. 4 Stunden programmieren, Alter. Ohne Witz. Wie soll ich denn das alles schaffen? Ich glaube, er macht erstmal 2 Programmierstunden. Spaß geht auch schon wieder runter. Programmieren macht dir keinen Spaß? Junge, das muss dir Spaß machen. So. Es ist Freitag. Ach stimmt, das ist der letzte Tag heute. Soll ich denn nochmal versuchen, ihn hoch zu pushen? Könnte man noch machen, ne? 2 Stunden muss er noch zocken. Okay, wir gehen erstmal auf Klo. So. Erstmal schlafen. Wenn du geschlafen hast, ich weiß gar nicht, wie lange wollen wir ihn denn schlafen lassen? Ah, und er braucht noch Spaß, auch noch. Oh mein Gott. So, machen wir hier hin. Dann geht die Schlaferei weiter. Ja, da verliert er natürlich seine ganzen Fröhlichkeitsdinger. Bis sieben. Schlaf eigentlich nur bis 6:30, aber... Oh, es stinkt schon. Schnell wegräumen. Frühstück. Eier mit Toast. So, aufräumen hier. Aufräumen, Steven! Schnell! Du musst noch ein bisschen Zock kauen. Mal auf Klo. Und ganz normaler Alltag, ne? So ein ganz normaler Alltag. Aufräumen, den ganzen Dreck aufräumen, schön frühstücken mit Ei und Speck und so weiter. Und dann kannst du noch ein bisschen zocken, wenn du möchtest. So, was haben wir denn hier? Spiel spielen, Sportspaß, einmal ein bisschen FIFA. Früh morgens um 7 ein bisschen FIFA zocken. Und erstmal schön. Tut das gut. Oh ja, neues Klo bräuchten wir oder sowas vielleicht mal noch. Ansonsten ist, denke ich mal, alles okay. Ich meine, wir haben alles, was ich zu meinem Leben brauche. Mehr habe ich auch nicht zu Hause. Numen. Aber wir wollen ja reich und berühmt und Technik-Freak werden. Oh yeah. So ein bisschen vorspulen, so. Weil das Duschen dauert ja. So lange. So, und jetzt ein bisschen Eier mit Speck.
So, mal gucken, ob mir das gelingt. So, erstmal schön umrühren das Ganze. Ein bisschen Salz und Pfeffer rein. Braucht Vergnügen. Narki. Ja, du bist echt jemand, der wirklich viel Vergnügen braucht. Oh mein Gott, mein Kopf brummt so. Ich brauche unbedingt schnell irgendwas zum Zocken oder so. Oh, oh, keiner gesehen. Bisschen Salz, aber... Oh, scheiße. Oh mein Gott, was machst du? Was machst du für ein Bullshit? So. Jetzt noch ein bisschen Ei. Oh, mir brummt so derbe der Knopf. Ihr glaubt das gar nicht. Oh mein Gott. In einer Stunde muss ich schon zur Arbeit. Oh nein. Was machst du für ein Bullshit, ey? Du kannst echt nicht kochen. Du kannst gar nichts. Lass es doch gleich anbrennen. Ja, das ist natürlich richtig Bullshit-Essen. So, tun wir in den Kühlschrank, damit wir dann noch nachher noch was haben. Das ist mir nicht so ganz geil gelungen. Aber es schmeckt auf jeden Fall ganz okay. Ja, oh, gleich muss ich wieder zur Arbeit. Gleich muss ich wieder zur Arbeit und diesen Typen treffen. Diesen stinkenden Typen, der sich einfach nicht belehren lassen möchte. Erstmal zocken. Oh, ein Tor! Oh mein Gott. Oder doch nicht. Was zur Hölle? Das war doch kein Foul. Niemals. Oh mein Gott, oh nein. Dieser Typ. Warum spielt er eigentlich Fußball mit Maus und Tastatur? Hat er keinen Controller? Hat er keinen Xbox-Controller angeschlossen? Oh, yeah. Was? Was? Wie kann das sein? Warum? Oh mein Gott. Das kann doch nicht sein. Lewandowski schießt daneben. Oh mein Gott. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Die Bayern stehen nur noch 1-0 im Rückstand. Jetzt muss Lewandowski schießen und nein, das ist ein Gegentor. 2-0, nicht für Bayern. Es ist unglaublich. So, erstmal auf Arbeit. Yeah, ich habe mich im Videospielen plus 3 verbessert. Oh ja. So, jetzt gehen wir chillen, gestärkt mit Videozocken auf die Arbeit. Sehr schön. Jetzt müssen wir ein bisschen warten wieder. Oh, schon wieder der Typ oder was? Steven hat einen Softwarebereich entdeckt, der voller Fehler steckt. Er kann sie ab... Was? Abrackern? Er kann sich abrackern, ach so. Und alle Fehler selbst aufnehmen oder seinen eifrigen Kollegen bitten, diese Aufgabe zu übernehmen. Ah, mach ich selber. Schon wieder schlecht. Was für ein Star! Steven ist der Held des Quality System Teams und sein Eifer wird belohnt. Dein Kollege ist ein bisschen neidisch auf seinen Ruhm, aber er lässt seinen Frust an einen was? Hundespielzeug aus? Dass er für ein Wutball hält. Leistungsverbesserung klein. Echt verwanzt. So viele Fehler zu beheben ist förderlich für die Karriere, aber auch sehr stressig. Ja, du musst ja auch ein Star werden. So, danach machen wir hier mal sich am Spiegel beruhigen. Das sind immer die Emotionen. Da kann man ja dann immer so entsprechende Aktionen machen hier, ne? Das sind so seine Wünsche, die er machen möchte. Ah, wieder auf Arbeit. Wieder zu Hause, meine ich. Erstmal mich beruhigen am Spiegel. Und dann muss ich mich wieder ein bisschen mit Spaß beschäftigen. Ach Mann, was für ein beschissener Tag. Ich muss wieder die ganze Dreckarbeit machen. Und mein Kollege, der faulenzt hier rum wie sonst was. Barcelona.
Ach Mann. Ah, dieser Typ! Er regt mich einfach nur auf! Der stinkende Typ, der war trotzdem noch da. Aber ich habe mich beruhigt und diesmal habe ich nichts gesagt. Ich bin dann in den Offenheitsraum gegangen und war mit mir zufrieden. Oh Gott, dieser Typ. Niemals werde ich wieder mit ihm reden. Dann machen wir doch mal ein Duschen. Oh, ne, Yipsy! Snurz. Spobani? So. Duschen. Obwohl er es nicht nötig hat. Aber ich mach sie trotzdem, weil er angespannt ist. Eine Duschenart. Ich hoffe mal, das reicht nur zu duschen. Man kann nämlich auch dampfen duschen. Das erhöht dann irgendwas noch. Das brauchen wir ja nicht. Im Moment. Und dann geht er nochmal auf Klo. Oh. Da steckt was. Und ein bisschen Ei mit Speck. Lecker. Schreckliche Dusche. Dusche. Diese billige Dusche hat sich angefühlt, als würde sie statt beruhigendes Wasser Hagelkörner spucken. Naja, ich glaube, die Dusche muss ich auch langsam dann bald verbessern. Sonst fliegt mir das hier alles um die Ohren. Und wir können Nachrichten schauen. Kochkanal. Bisschen kochen kann er denn auch gleich üben, hoffe ich doch mal. So, geh mal da, hol dir mal dein Essen. Und dann wird alles gut, ne, Steven? Sehr schön. Boah, wie er dich zugeknallt hat. Bam! Scheiße. Mir geht's scheiße. So, erstmal kochen und essen. Was für eine geniale Kombination. Oh, weißt du, da hätte ich diesen Speck noch so richtig geil würzen können, wenn ich das jetzt gesehen hätte. Es ist so dreckig. Scheiße. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was nachschauen. Wo steht denn das? Bei Lexikon? Ich will nämlich mal gucken, ob man sowas wie Screenshots oder so machen kann. Hilfe? Gameplay? Steuerung? Gameplay? Weiteres? Teilen? Ich weiß es nicht. Ich guck mir das vielleicht nachher nochmal an, wenn ich offscreen bin, dann. Ja, irgendwo kann man bestimmt Screenshots machen. Ich weiß bloß nicht, wo. Ja, gibt's nichts mehr, ne? Das ist ja schade. Weitere verwalten? Ach, Welten verwalten. Hilfe? Nein, da komme ich wieder raus. Ja, okay. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ist nicht so schlimm. Hast du gerade umgeschaltet? Oder guckst du da das große Kochduell? Nein, nein, guck das große Kochduell. So, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und schön grillen. Dann wird das perfekt. Steven, guck dir das an, Junge. Ach, ich mag eigentlich meinen Speck und Ei und Toast. Es ist so gut. Da will ich nicht irgendwelche hochqualifizierten Dinger essen. Mir schmeckt das aber gut. Mir schmeckt das echt gut. Wie lange er denn braucht, ne? Um zu essen, aufzuessen. Beim Fernsehen gucken. Ist natürlich dann in der Nachtzeit, glaube ich, so dabei. Oh, lecker, 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 lecker. Guck's dir an, Steven. Wimba! Kommt doch mal eine andere Sendung. Dieses Kochduell, das habe ich doch schon gesehen. Genau. Hier, Grandma kocht Spezial. Hallo, ich möchte euch heute vorstellen, wie ich diesen... Schön, dass du den abgeschaltet hast, gerade wo ich die synchronisieren wollte. Hast du richtig toll gemacht.